glasklare Gewässer und Menschen, die ganz im Einklang mit der Natur leben. Rund um das Höllengebirge im Salzkammergut ist ein Menschenschlag zu Hause, der es versteht, jahrhundertealte Traditionen und Brauchtum zu bewahren. Der Lebensalltag der Einheimischen spielt sich rund um die zahlreichen Seen, Almwiesen und Wälder ab. Heimat und Landleben ist für mich da, wo ich mich glücklich fühle, wenn ich irgendwo da unterwegs bin draußen und so wie das Wetter, wenn es wunderschön ist, da denkt man sich schon, eine herrliche Landschaft und einfach die Ruhe und die Freiheit. Und das sieht man auch bei den Tieren, wie die das genießen, wenn die raus dürfen. Und das ist das Wichtigste für die, dass sie sich bewegen können. Und da denke ich mir, da bin ich dann auch zufrieden und glücklich, weil ich einfach mich hineinversetzen kann in die Tiere. Wie schön dass das ist. Ja, die Zeit ist in dem Fall relativ, das darf man nicht alles Aufwand sein, sondern das Ganze muss lustig sein. Wenn das nicht lustig ist, darf ich es eh nicht. Ich würde, wenn ich auswählen könnte, noch einmal Bäuerin werden. Ich liebe diesen Beruf. Er ist so vielseitig, man kann so kreativ sein. Und wie gesagt, es ist mit Kindern besonders schön auf dem Bauernhof. Es ist früh am Morgen. Der Nebel liegt so tief, dass man vom 21 Kilometer langen Wolfgangsee und dem angrenzenden Höllengebirge kaum etwas sieht. Doch für Fischer wie Reinhard Ammer macht das keinen Unterschied. Er muss raus auf den See, egal bei welchem Wetter. Reinhard Ammer ist seit 19 Jahren als Fischer unterwegs. Er liebt das Wasser zu Füßen des Gebirges. Armlänge für Armlänge zieht er die geknüpften Netze ins Boot, um nachschauen zu können, ob sie Fische enthalten. Da haben schon einige der Fische. Da sind schon ein paar Sitz. Hauptsächlich Grundnetze dabei. Für Seesaibling nicht. In der Fischerei brauchst du eine Liebe, da brauchst du einen Bezug zum Gewässer, das musst du leben. Wie ein Jäger die Jagd lebt und der ein Berufsjäger oder was weiß ich was ist und der Berufsfischer oder einer, der das halt intensiv macht und sich mit den Gewässern auseinandersetzt und sich auch sehr bemüht, dass wieder was reinkommt, das musst du leben. Immer weiter geht es auf den See hinaus. Doch langsam bahnt sich die Sonne ihren Weg durch die Wolken. Fischen ist für Reinhard Ammer mehr als nur ein Beruf. Für ihn geht es vor allem um ein gutes Miteinander. Aus Liebe zum Fisch, zum Lebensmittelfisch, aus Liebe auch zur Natur und zum Gewässer. Es gibt halt auch gewisse Menschen, die halt wenig Verständnis haben, wenn einer Fische fängt, das ist, weil die einfach den Fisch nur schwimmen sehen wollen, nicht? Aber es gibt auch Leute, die das Lebensmittel sehr schätzen und es ist immer alles so miteinander, nicht? Auch der Taucher und der Fischer und der Motorbootfahrer und der Bader, es muss halt immer miteinander sein, dann geht das auch. Dann wird auch jeder seine Sache machen können und fertig. Speziell Leute, die kein Verständnis haben, die überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich Arbeit dahinter ist, Handarbeit dahinter ist, auch dass das eine Knochenarbeit ist, die Fischerei, wenn man es intensiv ausübt, so wie 19 Jahre, Jahr und Tag am See fährt, auch im Winter nicht, wo man Laichfische fängt, Milchner, Rockner, nicht, also Mandelweibe,
die man dann befruchtet und nach Kreuzsch einbringt und da was wieder aufgezogen werden und der leicht von dem See wieder eins zu eins dann reinkommt. Das ist eine Bewirtschaftung, eine Nachhaltigkeit. Der heutige Tag bringt ihm dann auch noch einen guten Fang. Und noch einen. Also das Wetter, so wie es heute ist, ist ein Geschenk. Und es gibt natürlich wesentlich andere Wettereinflüsse. Es kann ein Sturm aufkommen, ein Wind, es kann Starkregen sein, es kann donnern nicht. Und im Winter sind Schneestürme, die am See sind. Da kann man oft einmal gar nicht anfahren, weil es einfach nicht geht, weil es zu gefährlich ist, weil es lebensbedrohlich ist. Man zieht, wenn man bei der Fischerei ausfährt, von ein paar hundert Meter bis zu einem schwachen Kilometer Netz pro Ausfahrt. Also das ist 2 bis 3 Stunden, wenn es schnell geht. Wenn es länger dauert, können es auch 5 Stunden sein, die Fischereizeit in Anspruch nimmt. Da muss man natürlich heimfahren, das Ganze ausnehmen, schuppen, verwerten und dann zu den Kunden fahren oder die Kunden kommen ins Haus. Für die ganzen Strapazen belohnen den Fischer der See und die einzigartige Naturlandschaft rund um diesen herum. Oberhalb des Attersees und mit direktem Blick auf das Höllengebirge liegt der Schwanserhof. Urkundlich ist dieser Hof erwähnt 1492. Mein Vater hat dann meine Mutter kennengelernt nach dem Krieg und hat dann 1946 haben die geheiratet. Ich bin dann Übergang 1950 von der Schule direkt ins Arbeitsleben reingekommen. Hannes Giebertsreuter hat früh in seinem Leben begonnen zu arbeiten. Aufhören will er deswegen trotzdem nicht. Am liebsten arbeitet er gemeinsam mit seinem Enkelsohn Florian. Die Gras- und Heuarbeit ist wichtig, denn es gibt einige Mitglieder am Hof, die haben einfach immer Appetit. Bezüglich, wie wir zu den Ziegen gekommen sind, diese Rasse Dauernschäken, es ist ja keine extreme Milchrasse, es ist keine extreme Fleischrasse. Und meine Überlegung war, was machen wir jetzt mit dem Grünland? Gerade im Bergland ist ein Problem. Gehst du jetzt in die extreme Mechanisierung rein, auf Spezialmaschinen, oder wir machen das mit den Ziegen, die haben 4 Haxen und kraxeln überall hin und fressen natürlich auch alles zusammen. Also eine Ziege im Nachbarsgarten, das ist ein Problem. Das dauert nämlich keine 20 Minuten, dann steht dort kein Blümchen mehr. Keine Rosenstauden, nichts. Es ist weg. Hat aber einen unheimlichen Vorteil, gerade am Waldrand. Oder wenn jetzt eine große, mit Brombeeren verwachsene Fläche ist und du will man das wieder aufforsten, dann ist die Ziege das beste Tier, weil das zäunt bei ganz konzentriert ein und bestockt es 2-3 Monate. Und siehe da, es gibt keine Brombeeren mehr. Es wird ein Rasen, es wird ein Wiesen. In der Stube bereitet Annemarie Giebertsreuter das Essen für die ganze Familie. Ab und zu landet auch einmal eine der Ziegen im Topf. Ich bin mit 20 Jahren auf den Hof gekommen. Und ich muss sagen, ich habe aus Liebe her geheiratet. Ich war keine Bauernstochter. Und ich musste alles lernen, was nicht einfach war. Und ich muss sagen, ich war immer leidenschaftliche Bäuerin. Aber mein Leben hat sich immer sehr gewandelt. Auch der Betriebszweig, zuerst machten wir Milchkühe, dann hatten wir Mutterkühe. Inzwischen sind wir auf Ziegen umgestiegen und machen sehr viel Tourismus. Das ist unser Haupterwerb. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Die ganze Familie versammelt sich zum gemeinsamen Essen. Die Altbauern, Tochter Birgit und ihr Sohn Florian. Okay. Schmeckt gut.
Jawohl. Schauen wir, was das ist. Was Gutes gibt's, gell? Ja, hinter der ganzen Arbeit erkennt Hannes Giebitzreuther einen tieferen Sinn und eine Verantwortung. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es die beste Lösung ist, weil ich glaube, der Bauer hat die Verpflichtung, was Jahrhunderte von unseren Vorfahren geschaffen worden ist. Die haben das gemacht zum Überleben, zum Existieren. Und da kann man nicht zu Klampert hergehen und sagen, du, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Weil dieser Beruf oder Berufung, Bauer oder Forstwirt, die muss aus der Seele kommen. Weil es ist nicht alles ein Geschäft. Da gehört die Liebe dazu und dann gibt es auch am Freitag Nachmittag, wird es nicht sein, um 12 Uhr, sperren wir zu und am Montag komme ich wieder. Da hast du die Betreuung für die Viecher. Und dann kannst du auch, dass du in der Nacht auch mal durch musst, wie es mir das letzte Mal gegangen ist mit der Gas. Dann musst du halt da sein. Und wenn dieser Junge nicht will, dann ist alles, jede Hoffnung vorbei. Auf dem Hof des Altbauern geht es weiter. Denn Tochter Birgit hat übernommen. Und ihre Liebe gilt den Ziegen am Hof. Der ist jetzt eine Woche alt, war eine schwere Geburt. Ist ein kleiner Bub, ist leider nicht zuchttauglich, weil wir sind ja ein Zuchtbetrieb. Und da würde er nicht reinpassen, weil seine Mutter ist nicht im Zuchtbuch eingetragen. Die Zuchttiere sind in einer Liste eingetragen und die haben einen bestimmten Vater, der was eben vorgegeben ist. Und die anderen Tiere, die passen eben nicht für die Zuchtkriterien und die nimmt man dann, also sind eben meine Nutztiere, weil ich eben doch viele Weiden habe und das sind meine Landschaftspfleger. Unsere Flächen müssen gepflegt werden. Und da sind die Ziegen für unser Gelände ideal. Weil es gibt ja Rassen, die was alle gleich ausschauen. Und wir wollten dauernd Scheckenziegen, weil die so bunt sind, weil man die unterscheiden kann. Und weil die einfach vom Typ her so lieb sind, muss man sagen. Und sie geben auch immer was zurück, muss ich sagen, die Ziegen. Also die merken das, wenn man sich um sie kümmert. Also das ist, kann man nicht beschreiben. Ich weiß es auch nicht. Also gewisse Ziegen sind sicher auch ein bisschen zickig, glaube ich. Also das kann man nicht ganz abstreiten. Aber es sind auch welche, die was einfach zugänglich sind, liebevoll sind und die was einfach die Nähe suchen. Oder zum Beispiel der Seppi, unser Bock, also das ist ein kastrierter Bock, der will einfach immer gestreichelt werden. Und der ist auch extrem eifersüchtig, wenn es da andere angreift oder die kommt zu mir, dann pufft er die weg. Da habe ich die Gerda, meine Ziegen haben wir alle genommen. Und die Gerda hat dieses Jahr das erste Mal gekitzt. Ihre zwei Kitzel waren da oben. Die ist jetzt 2 Jahre alt. Und die gehört zu meiner Zuchtgruppe dazu. Was macht mir am meisten Freude, ist vor allem, wenn die Geburten sind, wenn da wieder neues Leben auf die Welt kommt. Das ist wunderbar und ein unbeschreibliches Erlebnis eigentlich. Das kann man auch nicht beschreiben eigentlich, weil das so schön ist. Auf einer der Wiesen rund um den Schwanzerhof von den Ziegenbauern trifft sich heute das Quartett der Schuberstorner, um der Natur ein Ständchen zu blasen. Wir sind im Bezirk Vöcklabruck, sind wir die Gemeinde mit dem tiefsten Punkt und mit dem höchsten Punkt. Es ist im See drinnen. Es ist auch der südlichste Zipfel vom Höllengebirge. Das ist der Schoberstor. Das ist auch der Namensgeber von unserem Verein. Wir sind Schoberstorner.
Zu Füßen der Musiker liegt Steinbach am Attersee. Der kleine Ort ist ganz auf die Erzeugung von Brennholz für das Sudhaus der Salinen am anderen Ende des Gebirges ausgelegt gewesen. Das war das sogenannte Huthaus. Was man jetzt da reden kann, das war das Huthaus. Und bei dies, da hat der Hütte gewonnen, der was aufgepasst hat, wo das Holz geschwollen worden ist und nichts und diese alles in Ordnung ist da draußen auf den Holzplatz da. Ja, das Haus, wo wir hier drin sitzen, da, ist 1824 erbaut worden. Es war zwar zuerst schon ein Haus da, das ist aufzimmert gewesen mit Rundholz aufzimmert und das ist schon das Holz kaputt worden. Ja, das natürlich haben sie das nicht mehr mit Holz machen dürfen, weil das Holz dringend in Imse gebraucht worden ist, das Heilholz. So, das haben sie es mauern müssen, haben es mit Stange aufgemauert. Nur der Dachstuhl hat natürlich schon mit Holz gemacht werden müssen, das haben sie sich leisten müssen, dass sie das mit Holz machen. Und das Haus ist gemauert, es war keine Mittelmeierin, es war kein Plafonerin, es war mitten ein großes Feiern, wo zum Kochen. Weil die haben sich alle selber kochen müssen, die ganze Woche. Und rundum haben so Pritschen gestanden, Holzpritschen, nicht einmal mit Ratzen drauf, gar nichts, das hat es dort noch gar nicht gegeben. Auf Holzpritschen haben sie da geschlafen. Und sie sind am Montag haben sie gekommen und am Samstag haben sie heimgegangen. Ob sie noch gleich heimgegangen haben oder nicht, das weiß man nicht genau. Es kann sein, dass sie eingekehrt haben und erst am Sonntag heim haben oder am Montag gleich wieder daher. Aber wahrscheinlich sind sie da heimgekommen, weil wo haben die ganzen Kinder hergekommen dort nicht. Die haben die Kinder gebracht, das hat zwar Rapfenkehrer und Briefträger auch gegeben dort, aber gut, das ist noch ein Ding gewesen, das haben sie nicht eingemischt, die werden sie nicht eingemischt haben, gell? Die war Holznecht, 39 Jahre lang bin ich Holznecht gewesen. Bis zu der Pensionierung war ich Holznecht. Und mit 18 habe ich angefangen im Wald. Das ist das Bett, wo wir eigentlich, wie wir geschlafen haben, drauf, die Holznecht, das war für die Holznecht die Betten, wo wir haben ausgeblieben haben, wir haben oft wochenlang ausgeblieben auch und zwei Wochenende heimgegangen. Wir haben da, wie gesagt, dazu, wie wir angefangen haben, im Wald, hat es geheißen, da hast du ein Grat. Die hat Grat geheißen. Das Bett war nicht ein Bett, hat geheißen, das ist nicht dein Bett, das war dein Grat. Und das gehört dir, da hast du deine Kosttrage und einen Strohsack. Das hat sonst kein Matratzen oder was hat es nicht gegeben dort, das war halt einfach ein Strohsack. Und den hast du halt in der Früh wieder ein wenig aufbauen müssen. In der Früh musst du aufgeschaut, bis das auf den Hof wieder schenkt, weil da ist ja Gruben reingegangen. Das schwere Stück ist natürlich mitten liegen und da ist die Gruben dann gewesen, ist eh klar. So viel Gewicht haben wir zwar nicht gehabt, aber naja. Gut, das heißt, und dass die gerade zu so kurz ist, muss man sagen, die Leute waren nicht kleiner dort, die waren genauso groß wie heute. Und, aber nur haben sie die nicht ein wenig reingeklammert in das Bett und haben geschlafen. Weil die haben Angst gehabt, wenn du flach liegst, dass du gestorben bist. Und durch das haben sie sich nicht flach gelegt, die Leute früher. Für die Beheizung der Sudpfannen der Saline hatte man Unmengen an Holz gebraucht. Daher hat es bis zur Eröffnung der ersten Bahnstrecke einen eigenen Holzaufzug gegeben. Das ist ein Holzaufzug, der was im Messenbach im Gelände drin gestanden ist. Drin war der Aufzug einmal überdacht mit Schindeln. Also das war einmal ganz wichtig, da ist nur, dass man sieht, dass man eine sieht dazu. Das war drin nicht, denn das Handseil war 5 cm stark und wenn das nass geworden war, war es sofort kaputt gewesen. Das Heilholz ist mit dem transportiert worden auf zum Schwemmkanal. Oben war ein Schwemmkanal, da war der Antriebskanal da zugegangen und da haben 20 Mann haben da gearbeitet auf dem Betrieb und die Wagen, die haben alle 5 Viertelstunden, haben 5 Kilometer aufgelegt, also auftransportiert. Und den ganzen Aufzug haben 3 Millionen Raummeter Holz transportiert worden. Servus, grüß dich. Grüß dich. Malerisch, über dem Traunsee gelegen, steht der Hof vom Krehbauer. Rudolf Daxner bewirtschaftet hier gemeinsam mit seinen 3 Töchtern die Landwirtschaft direkt am See. Ja, im Krehbauernhof, der ist erst einmal urkundlich erwähnt, seit 1589.
und ist das fünfte Haus von Rempa, wenn man von See auf schaut. Dann hat es auch früher da geheißen Rempach 5. Die Bewirtschaftung erfolgt so, wir haben alle zwei einen Nebenerwerb, gehen alle zwei an der Arbeit nach. Und nach der Arbeit haben wir eigentlich das ganze rundherum, was in der Landwirtschaft so anfällt, mit der ganzen Ernte und alles. Andere tue ich mir deswegen ein, wir haben das eigentlich auf Leibrenten seinerzeit übernommen und ich habe gesagt, ich will Landwirtschaft haben. Und darum haben wir eigentlich dazu gekommen und natürlich der Partner muss auch dazu passen, weil sonst funktioniert das gar nicht. Rudolf Dachsner hofft, dass eines Tages eine seiner drei Töchter den Hof übernehmen wird. Mein Bezug dazu ist, dass ich mit 6 zum 6. Geburtstag habe ich schon Boni gekriegt. Und seitdem bin ich eigentlich immer beim Papa im Stall. Wenn ich vielleicht groß bin, möchte ich selber mal da also Landwirtschaft übernehmen oder wenn ich aufbaue. Also, das entwickelt sich noch in der Zukunft. Der Bauer ist zufrieden. Dass es neben den Kühen nun auch Pferde am Hof gibt, ist seinen Töchtern geschuldet. Fertig gestriegelt geht es für das erste Ross ab auf die Weide. Arbeit ist alles. Aber man darf sich alles Arbeit zeigen und man muss sich das Ganze so machen, dass es leicht geht. Darum haben wir in seiner Zeit entschlossen, einen Laufstall zu machen. Und jetzt so, man sieht eigentlich in der Früh und auf die Nacht, was so Arbeit ist. Und das ist einfach am Schmieren. Wie viele der Bauern in der Region hat auch der Rudolf Dachsner einen Wald. Neben der eigentlichen Landwirtschaft ist die Forstarbeit fixer Bestandteil seines Alltags. Zu meinen Tätigkeiten, nachdem dass du Torwart auch noch gehst und Landwirt bist, bin ich Feuerwehrkommandant auch noch und bei dem Brauerschützen auch noch dabei. Die Einheimischen rund ums Höllengebirge pflegen ein lebendiges Vereinsleben und schätzen gesellige Zusammenkünfte. Heute kommt Rudolfs Bruder Andreas zu Besuch. Er spielt bei der Salinenkapelle Ebensee die Trompete. Du bleibst das ist nichts gegangen. Wir sind das Quintett der Salinen Musikkapelle Ebensee. Uns gibt es seit 2005 und wir spielen halt ständig zusammen. Hier und da sagen wir auch mit einem Quartettel, aber wir sind zu fünft und hier und da zu sechst. Aber Sextett hat ein bisschen einen anrüchigen Namen. Jetzt haben wir das Quintett der Salinen Musikkapelle. Es war halt irgendwie schwierig, der Frau zu erklären, dass ich bei der Musik spät heimkomme. So habe ich gedacht, einfach nicht, wenn ich es einfach mitteilen lasse. Und das hat geholfen. Jetzt kommt sie aber nach mir heim. Der Ebensee ist ein ganz bedeutender Salinenort, den was ohne Saline wahrscheinlich nicht geben darf. Und die Saline hat in Hallein, in Hallstatt, in Aldaussee, überall Abbaustätten, auch in Bad Ischl. Und hat dort die Arbeiter haben nachher dann die Musiken gegründet. Und wie gut die Musikanten heute noch spielen können, beweist das Quintett gleich vor Ort mit einer Polka aus der Feder von Franz Huber. Thank you.
Zwei Schwestern fühlen sich dem bäuerlichen, naturverbundenen Leben verpflichtet. Ein Leben abseits des Hofs ist für die drei kaum vorstellbar. In der heutigen Gesellschaft wird ja immer gefragt, warum man das noch machen möchte, als 23-jähriges Dirndl, dass ich da jetzt einen Hof übernehmen möchte oder meine zwei Schwestern, warum sie das wollen. Aber unsere Eltern haben uns das so beigebracht, dass das ein Hobby für sie ist und eine Leidenschaft, die was man nachher gehen kann. Und wenn ein anderer Skifahren lieber geht oder wir am See kiten oder so, dann gehen wir aufs Viertel heim oder mit den Kühen runter bei einem Almabtrieb. Und das ist für uns irgendwie das, was das ausfüllt. Und es ist jetzt mal wieder was Scheiß, wenn wer vom Steuer einer kommt und sagt, jetzt haben wir Kabel gekriegt oder wir kriegen gerade Kabel und dann stehen alle fünf draußen und helfen da zusammen. Und das ist dann schon was Scheiß, wenn wir da zusammenhelfen können. Ja, eben. Hier oben beim Rudi, dem Bauern, hat Rudi, der Musiker, noch ein Problem zu lösen. Und dazu bittet er einen weiteren Rudi um Hilfe. Er ist Lederhosenmacher, also ein Zecklermeister. Rudi, an dich hätte ich Anliegen. Meine Frau hat Lederhosen zu uns gewaschen. Die passen ja meine. Können wir was tun? Ein paar Zentimeter werden wir schon rauskriegen. Kommt hin und wieder, viel. Können wir schon machen. Es darf drinnen sein. Das war fest. Kann ich mal umkommen zu dir? Jede Zeit. Das gefällt mir. Komm ich vorbei und auf schauen, was sich dort los. Super. Wunderbar. Freut mich. Danke. Ja, danke. Gut. Der Weg ist nicht weit. Direkt in Ebensee hat Rudolf Daxner seine kleine Werkstatt. Herr Rudolf, grüß dich gut. Servus. Wie wir geredet haben, war ich da. Ich kann mir helfen. Siehst du eigentlich die Hosen? Falle. Ich bin jetzt zu Fuß gegangen, weil das Auto kann mich gar nicht reinhucken. Ja, ist eigentlich mein. Ja. Da schauen wir. Lass mich mal, schau du auf einmal. Ja, vorne. Du kannst selber nichts dafür. Das ist reingegangen, wie du es gesagt hast. Natürlich kennen wir da ein bisschen was da. Fahren wir uns ein wenig weiter. Gemütlich Werkstatt, ja, schauen wir uns an. Das war fest. Ja? Das war eine Geschichte. Derzeit haben wir Wartezeiten um die 20 Jahre. Also bis zu meiner Pensionierung hätte ich die Auftragslisten voll. Ja, die waren voll. In Österreich gibt es nicht mehr die große Anzahl an Lederhosenmacher. Da in Oberösterreich sind wir nur mehr zu zweit. Die Arbeit muss natürlich perfekt sein. Und umso perfekter das man ist, umso schwieriger findet man einfach Mitarbeiter dann auch. Unzählige Stunden sitzt Rudolf Daxner an einer einzigen Lederhose. Dabei verlangt er von sich selbst absoluten Perfektionismus. Und die Kundschaften, die 10 Jahre auf einer Hose warten, wollen die Qualität, so wie sie es auch gesehen haben. Das heißt, ich kann von der Qualität keine Stufen runtersteigen. Und das ist mein Hauptproblem dann. Bei so Lederhosen hat sich auch grundsätzlich nichts verändert. Die werden heute genau noch so produziert wie vor 100 Jahren oder 150 Jahren. Also da wird das Leder ausgedehnt. Natürlich während Lederhosenmacher dehnen wir das Leder dreimal aus. Bei der Gesät, man kann aber nie eine Lederhosen so ausdehnen, wie wenn es dann selber einer anzieht und im Wirtshaus damit sitzt dann. Mit einer Kreide kennzeichnet ihr das Stickmuster auf dem Leder. Die Stickmotive selber, die gehen zurück bis ins 18. Jahrhundert nachweislich. Das steht auch im steirischen Trachtenbuch drin. Und im Anschluss wird das Ganze mit einer Gummilösung nochmal nachgezeichnet. Und wie oft soll man eine Lederhose eigentlich tragen? Ja, umso öfter das wer anhat, umso lieber ist man natürlich, aber das schön geschmeidig bleibt. Sicher 5-mal im Jahr auf alle Fälle. Also das wäre nicht schlecht. Und wenn er es öfter anhat, dann
dann wird es auch richtig angenehm mit Bewegungsfalten und so. Umso öfter da man es auch hat, umso gemütlicher ist es auch. Weil wenn wer zunimmt, zum Beispiel, dann wächst es auch mit. Wie gesagt, 8 bis 10 Kilo sind einmal überhaupt kein Problem. Der zeitintensivste Schritt bei der Fertigung seiner Lederhosen kommt ganz zum Schluss. Also dabei gehen wir jetzt zum Handsticken. Da wird der Faden, die Stickseite wird vorher ausschnalzen, nennen wir das. Da legt man eben die Stickseiten über den Fänger, zieht da, dann schnalzt das. Somit dreht sich der Faden beim Handsticken dann nicht ein. Das ist der Vorteil. Bei uns in der Gegend wird also eine Lederhosen grundsätzlich mit einem grünen Faden genäht. Ob das jetzt ein dunkelgrüner Faden ist oder ob das ein Schreier, der sichtiger Faden ist, ist eigentlich grundsätzlich an jeden dann, an jeden Kundschaft selber überlassen. Und der Geschmackssache, genauso wie die Lederfarbe. Ich war 13 Jahre alt und da haben wir mal bei meiner Oma geredet, was ich werden will. Der Vater war Zimmermann, Tischler, da bin ich in der Holzwerkstatt aufgewachsen und die hat heute halt mal gesagt, ja, kannst du ja Lederhosen machen, auch anschauen. Das habe ich mir dann angeschaut bei meinem Vorgänger und das hat mir recht gut gefallen. Da wollte ich was anderes tun. Holz habe ich mir schon gedacht, das kann ich schon. Und so bin ich dann eigentlich halt mit 13 Jahren schon gewusst, dass ich Lederhosen machen will. Bis heute nicht bereit, ne? Auf der anderen Seite der Berge lässt sich das Höllengebirge nicht nur vom Wasser aus bewundern, sondern auch unter Wasser. Der Bezug zwischen See und Gebirge ist eigentlich relativ einfach. Genauso wie es oben sichtbar ist für uns alle, ist es unter Wasser, pflanzt sich diese Felsenformationen vom Gebirgsstock bis zum Grunde des Sees fort. Nur ist es natürlich für Nicht-Taucher nicht zu sehen, weil das Wasser drüber liegt und damit die Sicht versperrt. Für uns Taucher ist es genau dasselbe wie Bergsteigen, nur unter Wasser, im schwerelosen Zustand. Bergsteigen unter Wasser. Das bedeutet vor allem, immer seine Ausrüstung und Instrumente vor einem Tauchgang zu prüfen. Wichtig ist immer der Flaschendruck, der wird hier angezeigt, dann die Tiefe, in der ich mich befinde, die auch immer wieder zu kontrollieren ist, und der Kompass. Tiefe deswegen immer kontrollieren, weil man in einem Schwebezustand sehr leichtes unterschätzt oder auch nicht merkt, dass man automatisch nach unten schwebt. Es geht zwar ganz langsam, wenn man einmal austariert ist, aber immer kontrollieren. Man taucht direkt am Stock entlang, weil der Stock direkt in den See reingeht und damit das Gebirge sich fortpflanzt. Aber natürlich ohne Bewuchs in dem Sinne, weil es ja keine Bäume und nichts mehr gibt in dieser Tiefe dann. Das absolut Faszinierende ist einmal erstens die Schwerelosigkeit. Und jeder, der klettern geht oder wandern geht und einmal in einer Wand gehangen ist, weiß, wie das anstrengend ist. Unter Wasser fällt das alles flach und weg. Man schwebt vor einer Wand, die genauso vor dir steht, wie man sie drüben sieht, wenn man klettern geht. Ja, und das ist das Faszinierende, wenn man sich das in Ruhe anschauen kann. Man gleitet einfach vorbei an Felsenformationen, an Steilwänden. Und das ist das Faszinierende an der Taucherei. Eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben schmiegt sich an die Ausläufer des Höllengebirges. So auch die Mostschenke vom Grablerhof von Martina und Christian Holzinger. Ja, wir kochen heute ein Rindfleisch. Das ist ein Fleisch aus der eigenen Landwirtschaft von einem Weideochsen. Die Tiere leben im Sommer, den ganzen Sommer eigentlich auf der Weide. Und dadurch wird das Fleisch sehr zart und ist sehr durchwachsen von Fett.
Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und dadurch, dass die Tiere am Hof leben, war irgendwann die Frage, ob wir das selber veredeln können, das Fleisch. Und in jungen Jahren machte ich dann meine Kochlehre und wurde begeistert vom Kochen. Und dadurch hat sich das ergeben, dass man Landwirtschaft mit Gastronomie ein bisschen verbindet. Und ist eine Moosbuschenschank entstanden dadurch, die was wir seit 25 Jahren betreiben. Es ist ein Erbhof und er ist mindestens 200 Jahre im Familienbesitz. Immer dieselbe Familie gibt ihn immer an die gleichen Leute weiter. Die Tochter möchte gerne Hotelfachschule besuchen und dann werden wir das sehen. Ich würde gerne noch eben die Moosschenken übernehmen, weil ich einfach gerne mit den Leuten arbeite. Weil ich einfach immer schon so aufgewachsen bin, von klar auf mit den Tieren schon einen Bezug gehabt habe und darum einfach voll gerne mit einer Arbeit und eben auch Hilfe, wenn wir einen Zaun machen bzw. die Tiere auf die Weide treiben oder so. Wir machen Mutterkuhhaltung mit Ochsen und Kalbinnen auf der Weide. Es gibt Weiderechte von früher. Da haben die meisten Bauern hier im Ort ein Weiderecht im Höllengebirge und da hat man das Jungvieh aufgetrieben am Berg. Das Weiderecht besteht, aber durch die schwierige Verbindung ohne Straße hat sich das irgendwann in der heutigen Zeit aufgehört. Die Zeiten ändern sich. Vielleicht wird es wieder mal aktuell, das Ganze. Kaum ist das Fleisch in der Suppe, kommen schon die hungrigen Jäger an, die in den Fichten- und Rotbuchenwäldern an den Flanken des Höllengebirges unterwegs gewesen sind. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Christian Holzinger ist mit seinem Rindfleisch fast fertig. Ja, das Rindfleisch ist mittlerweile kalt. Wir können das jetzt mit der Wurstmaschine dünn aufschneiden in Scheiben und anschließend werden wir das marinieren. Ein gutes Rindfleisch erkennt man, wenn es schön mit Fett durchzogen ist, wenn es schön abgelagert, das heißt nicht eine rosa Farbe, sondern ein bisschen dunkler ist. Und wenn man selber gerne isst, dann kocht man auch wahrscheinlich gerne. Und das Ganze werden wir ein bisschen ausdekorieren mit Gurken, Tomaten und Eiern. Wirtin Martina Holzinger und ihre Tochter Magdalena servieren das Fleisch. Den Jägern schmeckt's. Und während die einen bereits Feierabend haben, ist ein anderer noch am Arbeiten. Bertel Lahnsteiner ist ein geduldiger Mann. Denn das muss er mit seinem heutzutage wirklich seltenen Beruf auch sein. Er bindet aus zigtausenden Haaren Wildbärte als Hutschmuck. Das ist am Anfang gar nicht so einfach. Jetzt habe ich schon ein Routine, weil ich es schon 40 Jahre tue. Und ja. Jetzt haben wir einen Olympiasieger gemacht. Vom Gams und vom Hirsch. Siehst du, innen ist da so ein Schwarztrag. Und dann wird mit Wolle wieder aufpumpen, aufgewickelt. Da man keine Stufen hat, ist eigentlich alles um den Zwirn zum Zusammenbinden. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Die mühsame Arbeit beim Wildbartbinden ist das Sortieren und Bündeln der Haare. Die muss sortieren, die Länge nach werden die sortiert. Und die sind jetzt die äußeren, die längsten. Und so lang, da brauche ich fünf, mindestens fünf. Gleich lange und so lang wird der Bart oft. Und anfangen wir mit kurzen. Ein Drittel von der Länge ist da drinnen, da ist eingebringt, da ist ein
einen dünneren Punkt zusammenbringen, nicht unten. Sind zwar sehr so dick. Und angefangen habe ich mit so kurzen, nicht? Circa ein Drittel von der Gesamtlänge. Um einen Gamsbart binden zu können, braucht Bertel Lahnsteiner die seltenen Grannenhaare vom Rückenfell mehrerer Tiere. Nur ungefähr 5 von 100 Böcken haben diesen besonderen Fellstreifen am Rücken. Wie der Große da hat, bis zu 40.000 Haare. Ja, das ist eben natürlich oft nur geistige Kunst, die gleichmäßig zu binden. Das ist eben der Reiz dabei. Für so einen Großen doch hast du schon 100 Stand Rechner, mindestens. Zu seinem ausgefallenen Beruf kommt er über seinen Großvater. Ja, durch meinen Großvater, der war Berufsjäger und der war nie zufrieden mit den Bordbändern, was er gehabt hat. Und ich habe eigentlich Zimmermann gelernt vom Beruf. Und dann hat er in Anfang hat er gesagt, du schau dir deine großen Hände, was sollst du machen? Das war mein Kick. Das zeige ich dir. Oft habe ich eine Stunde halt Lehrzeit gehabt, eine Stunde halt zuschaut dürfen bei einem. Bei einem guten. Und dann hat es noch ein halbes Jahr schon hingehört. Dann habe ich bei der Olympiade mitgetan, mit 85 Jahren, einen Sieg gemacht. Ja, so ist es weitergegangen. So sorgt Bertel für den Stolz so manchen Hutträgers. Nur eines sollte man niemals machen: über den Schopf des Gamsbarts streicheln. Krümmt man diesem nur ein Haar, ist seine Schönheit dahin. Gut schaust du aus. Ja, weit's gut. Rund um das Höllengebirge wird Zusammenhalt, gelebtes Brauchtum und lebendige Tradition von Alt und Jung begeistert weitergeführt.